Und wir kommen zu den Spielern des Tages. Danke euch. Weil wir auf Seiten des HSC Bad Neustadt Nummer 5 begrüßen. Johannes Fragges. Auf Seiten des TVG hatten wir eigentlich die ganze Abwehr erwartet hier heute Abend. Aber wir haben uns dafür entschieden, den Tom Zahn hier auf die Bühne zu holen. Unseren Sportdirektor, der heute Geburtstag hat. Tom, bitte komm zu uns. Ja, Johannes, erzähl uns ein bisschen was über das Spiel, wie du es gesehen hast heute Abend. Und dann gibt es noch ein kleines Geschenk von uns. Hallo erstmal von meiner Seite. Also wir haben die ersten 10 Minuten war das Spiel eigentlich sehr hektik. Also, und wir haben das Ziel, die 7 gegen 6 reinzubringen und sehen, was es ob es funktioniert oder nicht, weil momentan ist der mit einem Punkt da. Wir müssen alles probieren zu sehen, was funktioniert, zu schaffen. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen. Also, hat direkt funktioniert für uns. Wir haben erste zwei einfache Tore gemacht. Wir hatten es gehalten bis zum Ende des Spiels. Leider ein paar einfache Würfe haben wir verworfen in den 50. Minuten. Hat Rosat in der Heimmannschaft mit plus 3 nach vorne und dann leider können wir leider nicht zurückkommen. Also für uns ist immer es wenig, wenn du mit einem Punkt da stehst, ist immer auch Kopfsache. Musst du, wenn die 15 Minuten kommen, musst du sagen, jetzt weiter, jetzt weiter, jetzt weiter, immer wieder. Und wenn es immer kommt, ist es wenig. Super, vielen Dank. Wir haben keine griechischen Rotweine, wir haben spanischen Rotwein für dich. Der kommt hier von Eriks Weinscheuer hier aus Sachsen. Lass ihn dir schmecken. Und es gibt noch einen Obstkorb vom Obsthof Witzel. Wir danken den Sponsoren recht herzlich, das darfst du gleich mitnehmen. Ja, Tom. Geburtstagsgeschenk ist geglückt heute, endlich ein Heimsieg, das haben wir schon lange vermisst, aber als sportlicher Leiter weiß ich, dass du immer auch ein bisschen zwischen die Zeilen schaust und das eine oder andere sicherlich auch an Verbesserung noch siehst. Was ist es aus deiner Sicht? Erzähl ein bisschen was, wie du es gesehen hast heute. Ja, guten Abend von meiner Seite, auch vielen Dank für die Unterstützung. Der ist sicher schwer in Phase, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und genau, ich stehe so zwischendrin. Ja, man muss immer relativieren, wie ein Trainer einen Blick auf die Mannschaft hat und wie die Zuschauer einen Blick auf die Mannschaft haben. Das muss nicht immer derselbe Blick sein. Das sieht nicht schön aus immer. Heute sah es nicht schön aus, aber ganz im Ernst, es ist scheißegal, wirklich. Also heute Abend ist es wirklich wurscht, ob es schön war oder nicht schön war. Wir haben die 2 Punkte hier in Großsachsen. Und Bad Neustadt fährt ohne Punkte nach Hause. Es tut mir leid, ich wünsche euch eine schöne Rückfahrt. Aber wir standen ja schon hier und haben gesagt, ey, wir haben ein super Spiel gemacht und ich kann schon nicht mehr hören und mal sagen, ey, also heute hätten wir die Punkte holen müssen, hätten wir sie holen können. Ja? Heute haben wir sie geholt. Fertig, ja. Und was der Luft nach oben ist, ist klar. Da braucht man uns nichts vorzumachen. Ja? Aber vor der Saison, wie Stefan schon gesagt hat, wir haben hier junge Spieler geholt, die brauchen einfach Zeit, ja, und es gibt Phasen, wenn es dann entläuft, dann kommt auch ein bisschen Pech dazu, ja, und dann hat man den Kopf nach unten, ja, und dann ist es so ein Sog, in den man reingerät, ja, und da haben wir uns heute rausgeholt, ja, und wir haben ein schweres Programm jetzt noch, wir fahren jetzt nach Groß-Biberau, haben dann hier Groß-Wallstadt zu Hause, das wird alles einfach ganz einfach, und klar müssen wir uns steigern, das weiß der Stefan, das weiß die Mannschaft, das weiß ich, ja, aber es bringt natürlich nichts da drauf zu hauen, ja. Wir haben heute die Punkte geholt und Stefan sagt richtig, wir haben heute Grund zu feiern. Am Montag setzen wir uns zusammen, so wie wir es jede Woche machen, ob wir die Punkte geholt haben oder nicht. Machen eine Fehleranalyse, gucken uns Videos an, schauen, was wir gut gemacht haben, schauen, was wir schlecht gemacht haben und dann versuchen wir es einfach besser zu machen. Und es ist einfach so, das darf man ja niemals vergessen, mit den Möglichkeiten, die wir haben in Großsachsen, ja, machen wir es gar nicht so arg schlecht. Vielen Dank. Jetzt werfen wir noch gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Tabelle. Platz 11, 9 zu 13. Das ist weiterhin alles natürlich sehr eng. Die Schwetzinger haben verloren, das heißt, sie sind wieder punktgleich mit uns. Baunatal hatten wir schon. Also es sieht im Moment mittelfeld ganz gut aus. Ja, den Gästen, du hast gesagt, Kopfsache mit einem Punkt.
Wir wünschen euch für die nächsten Spiele alles, alles Gute. Ihr dürft alle unsere Gegner schlagen und bis zum Rückspiel. Vielen herzlichen Dank. Komm, du bekommst natürlich auch zum Geburtstag ein gutes Fläschchen, noch Kaltstellen und natürlich auch einen Obstkorb vom Obsthof Pitzel. Nochmal vielen Dank an die Sponsoren. Und jetzt machen wir noch ein Bild für die Presse bzw. für die Homepage. Ja, nächste Woche dann das Spiel in Groß-Biberau und dann sehen wir uns wieder zum sicherlich einem der Highlights in der Vorrunde, nämlich das Spiel gegen den TVG, den TV Groß-Waldstadt.